Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Yo, Chat, kurze Anmerkung, bevor das Video losgeht. Am Samstag, den 5.10. bis Sonntag, den 6.10. mache ich einen 24-Stunden-Stream auf Twitch. Wäre cool, wenn du dabei bist. Erster Link in der Videobeschreibung. Geht zu meinem Twitch-Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, gibt's irgendwas Cooles, was heute hochgeladen wurde, Jungs? Das ist, glaube ich, lustig. Ich glaube, das ist lustig. Oh nein! Wollen wir uns die Kölner Fahrradcops angucken, Jungs? Bitte nicht. Es sieht schon so lustig aus. Okay. Wir brauchen mal ein bisschen seichte Unterhaltung hier wieder für die Jungs. Besonders oft kommen sich Fußgänger und Radfahrer im Unviertel in die Quere. Die Polizisten sind dort mit einem Anwohner verabredet, der angefahren wurde. Auf dem Weg dorthin schaulaufen der Rotsünder. Ist er nicht rot oder was? Oder guck mal rechts. Bitte? Der geht auch bei Rot rüber, ja, ganz stolz. Fröhlicher Unfall tot. Ist rot, ne? Bitte warten bei Rot. Er lacht noch. Muss aber bezahlen, wenn er lacht. Ich kann diesen Menschen nicht ernst nehmen. Die bei sowas, I don't know. Ja, auch der, ne? Klar, mal eben bei Rot. Die Dame auch hier. Ja, passiert ja nichts, ne? Also, das ist so. Wenn man jeden Fußgänger hier anhalten sollte, der bei Rot geht, dann das wäre ein Unterfangen. Da kommt man nicht weit. Diese Kameraeinstellung ist so hässlich. Auch im Gegenverkehr läuft es heute nicht rund. Hier kommt wieder ein Geisterfahrer. Sie müssen absteigen, falsche Seite. Hallo, guten Tag, Sie müssen absteigen, das ist ein Gehweg, ne? Absteigen. Oh Gott, ich kann, ich kann das nicht ernst nehmen, Alter. Das ist voll peinlich. Sie müssen absteigen, hallo. Oh Gott, Alter. Hier, oh ja, Geisterfahrer wieder. Hallo. Super, danke. Das ist deren hallo. Ernst? Sie müssen gucken nach rechts auch mal, danke. Oh, das Handy weg, ne? Ja, ja. Alter, ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen. Hallo. Telefonieren bei der Fahrt ist nicht so gut, ne? Halten Sie bitte kurz an, dann. Ja? Okay? Schönen Tag noch. Tschö. Die telefoniert gleich weiter. Entschuldigung. So. Du brauchst 25 Euro. Das Halten beim Fahren. Setzt man manchmal auf Belehrung und nicht auf Strafe? Ja, klar. Manchmal hilft es auch. Aber leider haben Studien bewiesen, dass es einfach nur ins Portemonnaie geht. Ne? Das ist so, mit Belehrung bringt das nicht viel. Es muss dem Bürger wehtun. Ne? Das ist dann hau ihn doch, Bruder. Ah, ich glaube, da ist der Herr. Oh nein, Alter. Ja. Alter, er ist ein Power-Allmann. Er ist ein Power-Allmann, oh nein. Oh nein. Oh nein, jetzt kommt ein Power-Allmann. Sie haben mir geschrieben, dass Sie angefahren wurden, auch in dem Fersenbereich. Ja, ich bin von da gekommen. Oder von als Fußgänger. Oh nein, Alter. Als Fußgänger, ich wollte nach Hause kommen. Ja. Ja? Und rumkommt der so auf TikTok? Ich hab mich richtig erschrocken und der so an mir vorbei. Ne? Habe ich gar nicht gesehen kommen. Der sagt doch nicht irgendwie Entschuldigung, was hört gar nicht an. So hat er gemacht. Ich habe gesagt, du Vollidiot, Vollidiot. So hat er gemacht. Hat ihm noch den Finger gezeigt, den Mittelfinger gezeigt? Ja. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ne? Das sollte nicht so sein. Das ist natürlich nicht gut. Das ist der Gehweg hier, ne? Und das ist der Radweg hier vorne, ne? Das ist der Radweg, ja. Ja. Die dürfen nicht erfahren, ist ja kein Problem, ne? Ja, die können rauf und runter fahren. In beide Richtungen, ist ja kein Problem. Aber das die nehmen die Abkürzung mal hier, sagen sie. Aber hier geht es ja viel besser, ne? Hallo? Hallo, der Herr, bitte. Schönen guten Tag. Da drüben ist der Radweg. Und hier ist ein. Ich wollte Sie jetzt hier nur nicht stören. Nö, kein Problem. Die stören überhaupt gar keinen. Aber die müssen einfach. Alter. Nein. Alter, vor mir, ich kann die Leute nicht ernst nehmen. Wie er stolz, der guckt, Alter, wie so ein Papa, der gerade seinem Kind Fahrradfahren beigebracht hat. Was ist das? Wollen Sie bezahlen oder? Ah, Traumjob, ja, Magic Quarker. Dafür sind wir hier. Der Junge kommt angefahren. Die Kamera, geile Sau. Da kommt schon die Dame, ne? Kommen Sie mal zu mir, bitte mal. Oh nein. Jetzt kassiert er ab. Ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Jochen von der Polizei. Ja. Sehen Sie. Das ist gut. Wir kontrollieren gerade mal das Verkehrsverhalten der Radfahrer. Ja. Weil es gibt Anwohner, die beschweren sich darüber, dass die Radfahrer den Gehweg benutzen und nicht den Radweg. Mhm. Und jetzt radeln sie ja auch zwar langsam auf dem Gehweg entlang. Gibt es da einen Grund für? Ich habe den Radweg nicht gesehen. Haben Sie nicht gesehen? Nein. Weil ich fahre erste Mal hierher. Deswegen. Erste Mal? Ja, genau. Erste Mal. Okay. Nee, vorne ist mit der Schild hier vorne, sehen Sie ja wow. auch. Ne? Ja. Radweg ja. in eine Richtung. Eigentlich kostet das ja Geld, aber. Ich verwarne Sie mal mündlich, weil Sie einsichtig sind ja auch, ne? Und werden dann demnächst auch mal dann den Radweg benutzen. Da kommt der Nächste.
Und er steht einfach immer noch da. Guten Tag. Alter, also hier ist mit dem Hemd. Es ist so ein richtiger Power-Allmann, Alter. Das ist Jochheim von der Polizei in Köln. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Gehweg fahren. Sie haben gesehen, ich bin aus der Straße hier gekommen. Ne? Ich will hier rüber. So, warum macht sich das nicht so bewusst? Und dann dein Name ich fahre normalerweise in eine andere Richtung. Ja. Jetzt wollte ich heute mal diesen Weg fahren. Und schon tappt man in die Falle. Aber warum fahren Sie falsch? Sollen Sie richtig fahren, dann ist alles gut. Hier. Wow. Da kommt die Dame. Hallo. Kommen Sie wieder zu mir. Kommen Sie mal zu mir, bitte mal. Nee. Kommen Sie bitte mal zu mir. Komm, fahr weg und Verfolgungsjagd. Fahr weg und Verfolgungsjagd. Komm da rum. Als ob die sowas gehen machen. Rein und raus. Hier kommt der Radfahrer. Guck mal, aber die läuft doch auf dem Fahrradweg. Die Olle läuft doch auf dem Fahrradweg da. Guck, seht ihr die hier? Man kann gar nicht auf dem Fahrradweg fahren, läuft da ja. Was machen wir dann? Die haben keine Chance. Der Radfahrer wird sie im letzten Augenblick gar nicht sehen. Wir sollten uns mal überdenken, ihr Fahrer. Ja, was soll man tun, wenn eine läuft? Ja, komm, hallo, ja! Die Dame, hallo. Jawohl, das ist mein Held, Alter! Da, sie. Ja, Alter, wie sie absteigen, Alter! Also, der Move war der Beste. Achtet auf den Move, Jungs. Hallo. Warte, dann müssen wir weiter zurück. Sie steigt auf und geht hallo, dann. Die Dame, hallo. Schönen guten Tag. Ich bin doch nicht jemand von der Polizei. Da sehen Sie uns doch schon hier vorne stehen. Dass wir uns mit den Fahrrad unterhalten. Dann steigen wir erst ab und fahren dann nachher weiter. Hier wollten wir weiterfahren. Den rechten Fuß wollten Sie entlasten. Den können Sie da vorne auf dem Fahrradweg entlasten, den rechten Fuß. Radweg. Dann fahren Sie dahin. Radwege sind für Radfahrer da und die Fußwege für Fußgänger. Bitte halten Sie auch dran. Bitte? Gerne. Gerne. Dann machen Sie das bitte auch. Ja? Für die Zukunft bitte, ne? Okay, tschüss. Boah, bitte falls los. Es wäre so lustig. Da kommt auch schon wieder einer falsche Richtung. Jetzt dreht er um. Oh nein. Mein Held, Alter. Was macht er denn jetzt? Jetzt fährt er einfach weiter. Jetzt fährt er bei Rot weiter, obwohl die... Verfolgungsjagd, Junge! Geh doch hinterher, Mann! Mach deinen Job doch mal ordentlich! Also, Verfolgungsjagd! Wir werden das verstärkt kontrollieren. Das ist unglaublich. Ein Skateboardfahrer fährt auf der Fahrbahn. Das wäre ich. Der Kollege auch noch. Ja, wie der fährt. Hast du gesehen? Zack. Das sind diese Kurierfahrer, ne? Zieh mal links rüber, rechts rüber und dann weg. Die kommen mit einem Karacho gefahren her, die nehmen drei richtige Deutsche. Die tippen im Handy, ja. Guck mal. Ja, er geht jetzt über Rot. Er ist ja rot gegangen. Es ist grün geworden. Aber es war rot. So, hallo. Bleiben Sie mal stehen, bitte. Oh, fahr doch weiter, Mann, Mädel. Polizei Köln. Ich hätte gern 25 Euro von ihm. Alter, nicht sagen, was er falsch gemacht hat. Hallo, ich hätte gerne 25 Euro von ihm. Einfach random drop, Alter. Oh, ich kann nicht mehr, Alter. Fürs Bedienen des Telefons auf dem Fahrrad. Sie wissen, dass es verboten ist, ne? Oder? Hat sich schon rumgesprochen. Ich hab gesucht, wie man einen Fleck aus einem weißen T-Shirt entfernt. Ey, das ist wichtig. Ja. Verboten auf dem Fahrrad. Ist teuer. Haben Sie einen Autoführerschein? Da kostet das 60 Euro. Wenn man im Auto erwischt wird, ne? Weil man abgelenkt ist. So, hallo. Ich fahre in die falsche Richtung. Oh. Nee, ich wollte einfach Euro. Mal rüber. Wir sind auch nur hier, um ne, Verwarnung auszusprechen. Ja. Das ist eine Bürgergeldquelle hier, ne? Wäre das Ihre Vermutung? Ja, dass wir Geld brauchen? Könnte ich mir gut vorstellen. Nee. Oh, ja, Alter! Komm, schraub die Polizisten weg, Alter! Nee. Das ist, hier geht es um Verkehrssicherheit, um Erziehungswert. Und man sagt, wer einmal bezahlt hat, der sollte eigentlich beim nächsten Mal. Ne, ja, auf jeden Fall. Überzogen, muss ich leider sagen. Ja. Ist da vorne. Ja. Was ach, die muss 25 Euro zahlen, weil die auf der falschen Straßenseite gefahren. Ja. Lächerlich, Alter. Das ist ja lächerlich, Alter. Warte, ja, die meinen das ernst. Aber in Berlin gibt's sowas, glaube ich, nicht. Oder wir haben es einfach noch nicht gesehen. Sagen die das schriftlich? Nee, mich interessiert das schon. Mich interessieren aber auch die Leute hier, die hier wohnen. Die Anwohner haben sich, wenn ich schriftlich bei uns besperrt, speziell die Dürener Straße, dass ganz, ganz viele falsch fahren und auch zu schnell an den Hauseingängen vorbeifahren. Das ist lächerlich. Was liegt uns vor? Ich kann ihre Gründe kann ich verstehen. Aber ich muss auch, ne, wir müssen auch die Bürger verstehen. Das ist lächerlich, Alter. Deswegen sind wir hier. Ja, okay.
Okay, beim nächsten Mal denken Sie vielleicht drüber nach. Ne? Und queren und fahren in die richtige Richtung, ist alles gut. Aber es ist eine heiße Ecke hier. Was ist eine heiße Ecke? Hast du das Kommentar gehört? Wir gehen auf den Radweg. So, mit den Stöcken sogar, sportlich unterwegs. Schönen guten Tag. Anhalten, schönen guten Tag. Ja. Sie machen was falsch. Sie machen was falsch. Was? Siehst du sein T-Shirt? Sie kommen auf seinen Pulli. Guck, gönn dir mal seinen Pulli, Alter. Da steht Support Single Moms und... Dann sind da Stripperinnen drauf. Nee. Doch. Da sind Sexstellungen drauf, oder nicht? Nein, das sind Stripperinnen. Ah, okay. Guck, das ist die Stange. Okay. Radweg ist das hier. Das ist ganz klar, gucken Sie mal, das Zeichen hier vorne ist ein Radweg und hier ist der Fußweg. Ne? Also völlig normal ist das hier. Also, das müssen Sie mal den ganzen Studenten sagen, die morgens hierher kommen. Das ist ein einziger Fußweg hier, ohne Scheiß, wirklich. Hier ist ein Fußweg. Praktisch gesehen. Sie sagen natürlich jetzt rechtlich gesehen, das ist keiner. Ich will nur noch aus der Praxis erzählen. Okay, also mir war es nicht bewusst. Also die Fußgänger benutzen alle hier den Radweg als Fußweg. Das sind halt die Polizisten, ne? Das sind halt so typisch Polizisten, die sind halt immer so. Und die Radfahrer meinen dann. Vor allem die Fahrradpolizisten. Das stärkere Glied, der Fußgänger. Und da irren sie sich. Der Fußgänger ist nämlich stärker. Wenn ein Radfahrer bei mir entgegenkommt, ich gehe da nicht auf Seite. Ich weiß, wenn der mich anfährt, dann weiß ich, dass er mich anfährt. Und dann mache ich so oder nicht auf die Fresse. Wow. Ich habe jetzt einen blauen Fleck. Der kann sich da. Klapp, Alter. Der Fußgänger ist der stärker. Wir sind schon da, vom bewusst gehen Sie da ran. Und wenn einer kommen sollte, dann geht's zur Sache hier. Mit Ihren Stöcken. Ja, wir können Teil 2 gucken. Nein, bitte nicht. Oh. Alle, da ist einer gestürzt. Da ist irgendwas passiert da vorne. Verfolgungsjagd. Ich will nur einen Unfall sehen. Ja. Alles gut? Man sollte nicht so viel rumspringen wollen, wenn man rumspringt. Ach, Kerl, ey. Ich habe das vom Weitem gesehen hier hinten. Das sah schon heftig aus, ey. Ja, ich bin so ein bisschen gesprungen, was normalerweise kein Problem ist, aber irgendwie habe ich es dann verrissen. Ey. Das ist nicht das richtige Spiel, der richtige Spielplatz dafür. Das ist mir durchaus bewusst. TJ guckt sowas freiwillig. Hä, ich finde es voll interessant. Also, ich muss mich hier drin rüber lustig, aber ja. Jetzt sind sie, aber wenn da ein anderer zu Schaden kommt, dann ist es nicht gut. Natürlich haben Sie recht. Ja? Ah, nee, weil ich eigentlich noch einen Termin habe und eigentlich gleich da sein wollte. Aber wie das halt so ist. Alles zusammen geht nicht. Termine und Spaß haben und das funktioniert nicht. Ne? Hä, natürlich funktioniert das, Bruder. Du hast nur einen scheiß Job. Man kann auch Termine haben und dabei Spaß haben. Weißt du, was man wieder was nennt? Einen coolen Job haben, Bruder. Aber Sie sind ja vor dem Baum gelandet, so wie es aussieht. Ja, ich informiere mich nur über weitere Karrieremöglichkeiten, ne? Ihr mich auch, Chat. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic.